In diesem Trainingsmodul werden Sie lernen, wie man diesen Acela Express-Zug fährt. Dieser Zug ist das Flaggschiff von Amtrak auf den Hochgeschwindigkeitszugdiensten im Northeast Corridor. Sie werden den Zug über eine kurze Distanz im Trainingszentrum fahren und den Fahrgastbetrieb durchführen. Wenn Sie bereit sind anzufangen, zuerst muss der Führerstand aktiv geschaltet werden. Nutzen Sie dazu den Führerstand aktivieren Knopf. Setzen Sie sich auf den Lokführersitz. Mit dem Richtungsschalter stellen Sie die Fahrtrichtung ein und aktivieren dieses Führerpult. Jetzt bereiten wir die Spitzensignale vor. Unabhängig von der Tages- oder Nachtzeit und den Wetterverhältnissen müssen alle Lokomotiven ihre Spitzensignale angeschaltet haben. Dieser Zug nutzt einen Stromabnehmer, um Energie aus der Oberleitung zu ziehen. Um den Stromabnehmer zu heben und Strom aus der Oberleitung zu beziehen, drücken Sie den. Dieser Zug kann bei Geschwindigkeiten von über 60 Meilen pro Stunde Neigetechnik einsetzen, um den Fahrgästen ein angenehmeres Fahrerlebnis zu erlauben. Aber im Gegensatz zu anderen Neigetechnikzügen neigen sich nur die Fahrgastwagen in den Kurven und die Triebköpfe bleiben auf ebenem Niveau. Auf einigen Abschnitten des Northeast Corridor muss die Neigetechnik aus Sicherheitsgründen deaktiviert werden. Im Trainingszentrum jedoch kann sie sicher genutzt werden. Stellen Sie den Neigetechnik-Schalter auf aktiviert. Die Bremsventiltrennung muss auf Fahrgast gestellt werden, damit die Bremsen von diesem Führerstand aus angesteuert werden können.
Schließen Sie die Türen, bevor Sie abfahren. Sie sind nun abfahrbereit. Sie werden eine komplette Runde im Trainingszentrum absolvieren und versuchen, an dieser Station wieder anzuhalten. Stellen Sie die Handbremse auf Lösen. Die Handbremse wird den Zug an seiner Position halten, wenn die Leistung abgeschaltet und der Zug abgerüstet ist. Schalten Sie nun etwas Leistung auf. Die Handbremse wird automatisch gelöst, wenn der Leistungsregler sich in der Stellung bereit befindet. Das Ausrollen ist eine Methode, die eingesetzt wird, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Begrenzung zu überschreiten, nutzen Sie die automatische Bremse, um ein wenig Bremskraft anzuwenden. Als der Acela Express im Jahr 2000 in den USA eingeführt wurde, war er der schnellste Zug in Nord- und Südamerika. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 150 Meilen pro Stunde, 240 Kilometer pro Stunde. 20 Zugverbände wurden zwischen 1998 und 2001 in einer Gemeinschaftsproduktion zwischen der französischen Firma Alstom und der kanadisch-deutschen Bombardier Transportation hergestellt.
Die Zugsparte von Bombardier Transportation wurde im Jahr 2021 von Alstom für 4,4 Milliarden Euro aufgekauft. Basierend auf Alstoms TGV besitzt der Acela Express jedoch einige wichtige Unterschiede, um ihn an die Betriebsbedingungen auf dem Northeast Corridor anzupassen. Um die Aufprallteststandards der Federal Railroad Administration einzuhalten, wurde der Zug schwerer gemacht. Außerdem wurde die Neigetechnik hinzugefügt, damit der Zug mit den scharfen Kurven auf der Strecke mithalten kann. Jeder Zugverband besteht aus zwei 6200 PS starken Triebköpfen an jedem Ende und sechs Passagierwagen dazwischen, mit einer Gesamtkapazität von 300 Fahrgästen. Aktivieren Sie die Geschwindigkeitsregelung damit der Zug eine vorgegebene Geschwindigkeit halten kann.
In diesem Trainingsmodul werden Sie lernen, wie man diesen Acela Express Zug fährt. Dieser Zug ist das Flaggschiff von Amtrak auf den Hochgeschwindigkeitszugdiensten im Northeast Corridor. Sie werden den Zug über eine kurze Distanz im Trainingszentrum fahren und den Fahrgastbetrieb durchführen. Wenn Sie bereit sind. Zuerst muss der Führerstand aktiv geschaltet werden. Nutzen Sie dazu den Führerstand aktivieren Knopf. Setzen Sie sich auf den Lokführersitz. Mit dem Richtungsschalter stellen Sie die Fahrtrichtung ein. Jetzt bereiten wir die Spitzensignale vor. Unabhängig von der Tages- oder Nachtzeit und den Wetterverhältnissen müssen alle Lokomotiven ihre Spitzensignale angeschaltet haben. Dieser Zug nutzt einen Stromabnehmer, um Energie aus der Oberleitung zu ziehen. Um den Stromabnehmer zu heben und Strom aus der Oberleitung zu beziehen, drücken Sie den Stromabnehmer-Heben-Knopf. Dieser Zug kann bei Geschwindigkeiten von über 60 Meilen pro Stunde Neigetechnik einsetzen, um den Fahrgästen ein angenehmeres Fahrerlebnis zu erlauben. Aber im Gegensatz zu anderen Neigetechnikzügen neigen sich nur die Fahrgastwagen in den Kurven und die Triebköpfe bleiben auf ebenem Niveau.
Auf einigen Abschnitten des Northeast Corridor muss die Neigetechnik aus Sicherheitsgründen deaktiviert werden. Im Trainingszentrum jedoch kann sie sicher genutzt werden. Stellen Sie den Neigetechnik-Schalter auf aktiviert. Die Bremsventiltrennung muss auf Fahrgast gestellt werden, damit die Bremsen von diesem Führerstand aus angesteuert werden können. Schließen Sie die Türen, bevor Sie abfahren. Sie sind nun abfahrbereit. Sie werden eine komplette Runde im Trainingszentrum absolvieren und versuchen, an dieser Station wieder anzuhalten. Stellen Sie die Handbremse auf Lösen. Die Handbremse wird den Zug an seiner Position halten, wenn die Leistung abgeschaltet und der Zug abgerüstet ist. Schalten Sie nun etwas Leistung auf. Das Ausrollen ist eine Methode, die eingesetzt wird, um effizient die Geschwindigkeit zu halten. Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Begrenzung zu überschreiten, nutzen Sie die automatische Bremse, um ein wenig Bremskraft anzuwenden. Als der Acela Express im Jahr 2000 in den USA eingeführt wurde, war er der schnellste Zug in Nord- und Südamerika. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 150 Meilen pro Stunde, 240 Kilometer pro Stunde. 20 Zugverbände wurden zwischen 1998 und 2001 in einer Gemeinschaftsproduktion zwischen der französischen Firma Alstom und der kanadisch-deutschen Bombardier Transportation hergestellt. Die Zugsparte von Bombardier Transportation wurde im Jahr 2021 von Alstom für 4,4 Milliarden Euro aufgekauft. Basierend auf Alstoms TGV besitzt der Acela Express jedoch einige wichtige Unterschiede, um ihn an die Betriebsbedingungen auf dem Northeast Corridor anzupassen. Um die Aufprallteststandards der Federal Railroad Administration einzuhalten, wurde der Zug schwerer gemacht. Außerdem wurde die Neigetechnik hinzugefügt, damit der Zug mit den scharfen Kurven auf der Strecke mithalten kann. Jeder Zugverband besteht aus zwei 6200 PS starken Triebköpfen an jedem Ende und sechs Passagierwagen dazwischen, mit einer Gesamtkapazität von 300 Fahrgästen.
Aktivieren Sie die Geschwindigkeitsregelung, damit der Zug eine vorgegebene Geschwindigkeit halten kann.
Verlangsamen Sie den Zug, während Sie sich dem nächsten Bahnhof nähern. Sobald die automatische Bremse angewendet wird, können Sie mit Hilfe des Leistungsreglers die dynamische Bremse steuern. Öffnen Sie die Türen, um die Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. Gute Arbeit! Dies deckt alle Grundlagen zum Acela Express ab.